begrüße ich alle nochmal, also liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich sehr, heute als Referentin bei der Digitalreihe des NIF in Corona-Zeiten eingeladen worden zu sein. Und ja, in vielen Einrichtungen haben zum Start des neuen Kita-Jahres auch wieder viele Eingewöhnungen begonnen. Klingt also alles wie immer. Offiziell ist nach dem Lockdown im Rahmen der Corona-Pandemie auch wieder weitgehend der sogenannte vollständige Regelbetrieb eingekehrt. Aber dennoch ist längst nicht alles wie vorher. Die Kitas haben sich zum Beispiel an diverse Hygienevorschriften zu halten und einige Qualitätsstandards wurden im Rahmen der Pandemie weiter heruntergeschraubt. Ja, und das stellt gerade an sehr sensible Prozesse wie die Eingewöhnung von Kindern große Herausforderungen. Aus diesem Grund möchte ich meinen Vortrag dem Thema Eingewöhnung unter Corona-Bedingungen widmen. An dieser Stelle allerdings auch gleich der Hinweis, dass diejenigen, die jetzt erwarten, dass ich Ihnen ein neues Corona-Eingewöhnungsmodell vorstelle, welche Kinder in kürzester Zeit maskiert ohne Begleitung der Bezugsperson in die Kita oder Kindertagespflege eingewöhnt, hier leider in der falschen Veranstaltung sitzen. Denn die Eingewöhnungsphase ist und bleibt, und das ist meine persönliche Meinung, auch in Phasen einer Pandemie eine hochsensible Phase der Arbeit von pädagogischen Fachkräften in der Kindertagesbetreuung, in welcher sich die Beziehung und die Bindung zum Kind aufbaut. Diesen ersten Tagen und Wochen kommt eine sehr große Bedeutung zu. Und in dieser Zeit muss es den pädagogischen Fachkräften gelingen, eine positive, warmherzige Bindung zu den Kindern aufzubauen. Denn eine erfolgreiche Eingewöhnung bietet die Grundlage für einen weiteren positiven Entwicklungs- und Bildungsprozess in den jeweiligen Einrichtungen. Ja, und aus diesem Grund werde ich in meinem Vortrag nun 7 Thesen vorstellen und begründen, was bei einer Eingewöhnung auch unter Corona-Bedingungen unbedingt zu beachten ist und warum auch in Zeiten einer Pandemie Qualitätsstandards der Eingewöhnung nicht völlig vernachlässigt werden dürfen. Ja, meine These 1 lautet, bereits viele unter 3-jährige Kinder verbringen einen Großteil des Tages in einer Kindertageseinrichtung. Da nicht der Kita-Besuch an sich förderlich für die kindliche Entwicklung ist, sondern die dort erlebte Qualität der pädagogischen Arbeit und Beziehungsgestaltung, ist es wichtig, dass Qualitätsstandards auch während der Pandemie nicht gesenkt werden. Zu den zentralen Qualitätsmerkmalen zählt unter anderem auch eine professionelle Eingewöhnung. Ja, unterschiedlichste Angebote der Tagesbetreuung für Kinder, auch unter 3 Jahren vor allem, sind seit dem Inkrafttreten des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr am 01.08.2013 wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Gründung von Großkrippen mit über 300 Krippenkindern ist dabei, insbesondere in größeren Städten wie hier bei uns in Berlin, keine Seltenheit. Um das Ausbauziel zu erreichen, sind qualitative Aspekte vielerorts in den Hintergrund getreten. Und es wurde auch vielfach gefordert, die Standards hinsichtlich der personellen, zeitlichen und räumlichen Ausstattung zu senken. Ja, immer mehr Kinder verbringen in immer jüngerem Alter immer mehr Zeit in Angeboten der Kindertagesbetreuung. Deswegen habe ich Ihnen hier mal diese Grafik vom Statistischen Bundesamt mitgebracht. Und laut den Angaben lag die Betreuungsquote bei den unter 3-Jährigen am 1. März 2019 bundesweit bei knapp 35%. Ja, und in den westdeutschen Bundesländern betrug sie durchschnittlich 30,3% und in Ostdeutschland, einschließlich Berlin, lag sie bei über 50%. Und ja, nahezu alle Kinder von 3 bis 6 Jahren besuchen derzeit eine Kindertageseinrichtung. Ja, und was ich auch ganz interessant finde, ist, wenn man mal guckt, wie lange Kinder eigentlich wöchentlich in Kindertageseinrichtungen, also in der Kindertagesbetreuung verweilen,
dann fällt auf, dass die wöchentliche Verweildauer von Krippenkindern höher ist als von Kindern über 3 Jahren. Und zwar vor allem in den östlichen Bundesländern mit über 45 Stunden pro Woche, wie zum Beispiel mit 73% in Thüringen, 76% im Saarland, 71% in Sachsen und auch 76% in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch in Bayern und Baden-Württemberg, also mit den Bundesländern mit relativ geringen Verweildauern, sind immerhin 35-40% der Kinder länger als 35 Stunden pro Woche in einer Kindertagesbetreuung. Und sprich, gerade die unter 3-Jährigen verbringen inzwischen einen Großteil ihres Tages in einer Kindertagesbetreuung. Ja, internationale Studien, wie zum Beispiel die NICHD-Studie, belegen jedoch, dass nicht der Kita-Besuch an sich förderlich für die kindliche Entwicklung ist, sondern die dort erlebte Qualität der pädagogischen Arbeit und Beziehungsgestaltung. Sie beeinflusst das Verhalten und Wohlbefinden der Kinder sowie ihre soziale, emotionale, kognitive und sprachliche Entwicklung. In guten Betreuungssettings fühlen sich Kleinkinder wohler und ihre Entwicklung verläuft im Durchschnitt positiver als in Einrichtungen mit einer weniger hohen Qualität. Und diese Zusammenhänge zeigen sich bei unter 3-Jährigen auch noch stärker und stabiler als bei über 3-jährigen Kindern. Eine unzureichende Betreuungsqualität kann dagegen unter anderem zu frühkindlichen Regulationsstörungen, anhaltender Trennungsangst, Verlustangst und sozialem Rückzug führen. Ja, und zu den Qualitätsmerkmalen gehört neben strukturellen Merkmalen, wie zum Beispiel dem Fachkraft-Kind-Schlüssel, der Gruppengröße und der Qualifikation des Personals, auch eine professionelle Eingewöhnung. Ja, verschiedene Studien belegen, dass ein guter Fachkraft-Kind-Schlüssel, und zwar 1:3 bei unter 3-Jährigen und 1:7,5 bei den über 3-jährigen Kindern, sowie hochqualifizierte Fachkräfte, die nach einem anerkannten Eingewöhnungsmodell arbeiten, es den Kindern erleichtern, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Ja, in einigen Bundesländern wurden im Rahmen der Pandemie die Standards gesenkt, ohne eine Phase der Pandemie zu nennen, ab wann die bisherigen Standards, die aus meiner Sicht ohnehin schon optimierungsbedürftig sind, wieder angehoben werden. Und das erachte ich vor dem Hintergrund der eben genannten Erkenntnisse ja für absolut besorgniserregend. Möchte das aber an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, da ja in Kürze auch Susanne Viernickel noch auf dieses Thema hier in der NIFBE-Vortragsreihe eingehen wird. Wichtig ist mir aber hervorzuheben, dass eine professionelle Eingewöhnung ein zentrales Qualitätsmerkmal ist und daher auf jeden Fall auch unter Corona-Bedingungen gewährleistet bleiben muss. Und ja, darauf möchte ich nun in meiner zweiten These etwas detaillierter eingehen. Ja, eine professionelle Eingewöhnung ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Wird diese nicht optimal gestaltet, kann dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern haben. Diese muss daher auch unter Corona-Bedingungen einen zentralen Stellenwert behalten. Ja, bereits in den 1980er Jahren wurde in einer Studie von Läven an der FU Berlin festgestellt, dass Kinder, die professionell eingewöhnt und in den ersten 3 Tagen von einem Elternteil begleitet wurden, ohne dass ein Trennungsversuch vorgenommen wurde, 4-mal weniger häufig im ersten halben Jahr erkrankten als Kinder, bei denen es schon in den ersten 3 Tagen zu Trennungen gekommen war. Ja, und Kinder, die nicht optimal eingewöhnt wurden, wiesen nach 7 Monaten Krippenbesuch deutliche Entwicklungsrückstände auf, zeigten auch nach 6 Monaten stärkere Verunsicherung in ihrer Bindung an ihre Mutter und hatten eine Woche nach Abschluss der begleiteten Eingewöhnungszeit weniger positives Anpassungsverhalten und auch mehr ängstliches Verhalten. Und besonders deutlich zeigte sich dies bei den unter 2-Jährigen. Ja, Erkenntnisse der Hirnforschung bestätigen darüber hinaus, dass sich die frühe emotionale Erfahrungen mit vertrauten Bezugspersonen nachhaltig auf den Strukturaufbau des Gehirns und damit auf die Entwicklung des Kindes auswirken.
Durch ja, Trennungserfahrungen und Vernachlässigungen wird Stress beim Kind ausgelöst, mit erheblichen Folgen für die kindliche Entwicklung. Karl-Heinz Brisch sagt, das bedeutet für das Gehirn einen Dauerstress, so dass neuronale Netzwerkbildung, hormonelle, ja, physiologische, emotionale und körperliche Entwicklung des Wachstums komplett hinter den altersentsprechenden Erwartungen zurückbleiben und sogar pathologische Strukturen aufgebaut werden. Macht ein Kind hingegen die Erfahrung, dass eine für ihn bedeutsame Bezugsperson feinfühlig auf seine Stresssituation, zum Beispiel in einer Trennungssituation, reagiert, werden wiederum Hormone produziert, die ihm zur Stressregulation dienen. Und durch diese sich wiederholenden positiven Erfahrungen werden dann Netzwerke im Gehirn aufgebaut, die später der emotionalen Selbstregulation dienen. Ja, und auch hierin wird deutlich, wie wichtig feinfühliges Verhalten der Bezugsperson in Eingewöhnungssituationen, die eben häufig Stress erzeugen, ist. Ja, die Wiener Krippenstudie, die von 2007 bis 2012 von Wilfried Dattler in Kooperation mit Lilo Arnert geleitet wurde, zeigte auf, dass es von der Qualität der Einrichtung, aber auch vom Temperament der Kinder und Mütter, vom kindlichen Bindungsverhalten sowie vom Verhalten der pädagogischen Fachkräfte abhängt, wie gut und rasch die Eingewöhnung gelingt. Anhand von Messungen des Stresshormons Cortisol wurde deutlich, dass die psychische Belastung nach dem Start in die Krippe häufig länger andauert als vermutet. Und ein zentrales Ergebnis der Wiener Krippenstudie ist außerdem, dass die Kinder selbst einen großen Beitrag zu einer gelungenen Eingewöhnung leisten können. Es wurde nämlich festgestellt, dass die Kinder es umso einfacher haben, je stärker sie ihren Gefühlen Ausdruck geben. Und meistens wurden die Kinder nämlich nur dann getröstet, wenn sie weinten. Und die Kinder hingegen, die ihre Gefühle nicht nach außen zeigten, erhielten ja wenig bis keinen Trost und litten sozusagen still vor sich hin. Sie wiesen ein inneres Rückzugsverhalten auf, indem sie zum Beispiel ziellos umherwanderten oder ins Leere starrten. Ja, und aus diesem Grund ist gerade diesen Kindern besondere Aufmerksamkeit in der Eingewöhnung zu widmen, damit ihr Verhalten eben nicht als erfolgreich eingewöhnt fehlinterpretiert wird. Ja, und ein weiteres zentrales Ergebnis der Wiener Krippenstudie weist darauf hin, dass ein guter Fachkraft-Kind-Schlüssel und hochqualifizierte Fachkräfte, die nach einem anerkannten Eingewöhnungsmodell arbeiten, es den Kindern erleichtern, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Ja, und diese Ergebnisse machen also deutlich, wie fatal es für die Entwicklung und auch das Wohlbefinden für Kinder wäre, wenn eine Eingewöhnung nicht optimal gestaltet wird. Ja, und diese muss daher auch in einer Pandemie, das ist meine Auffassung, einen zentralen Stellenwert behalten. Ja, und auf die eben genannte Bedeutung, nach einem anerkannten Eingewöhnungsmodell zu arbeiten, möchte ich nun in meiner dritten These etwas detaillierter eingehen. Ja, eine Eingewöhnung sollte auch in Zeiten der Pandemie nach einem anerkannten Eingewöhnungsmodell gestaltet werden, was ja gerade so ein bisschen die Herausforderung ist zu Corona-Zeiten. Ja, es gibt bundesweit aktuell unterschiedliche Modelle der Eingewöhnung. Das älteste und in Deutschland verbreitetste Konzept ist durch Läven, Andres und Hedabari Heller vom Infanz-Institut in den 1980er Jahren entwickelte Berliner Eingewöhnungsmodell, welches auf Erkenntnissen der Bindungs- und Hirnforschung basiert. Ja, und es geht davon aus, dass die Begleitung des Kindes in eine Tagespflege, Krippe oder Kita durch die Eltern oder eben andere wichtige Bezugspersonen in der ersten Zeit Voraussetzung dafür ist, dass es eine sichere Bindung zu einer ihm ja bis dahin unbekannten Betreuungsperson aufbaut. Ein zentrales Anliegen dieses Modells ist es auch, die frühen Bindungen des Kindes an seine Eltern und die unterschiedlichen Bindungstypen zu beachten. In Abhängigkeit davon, so Läven, Andres und Hedabari Heller, in welchem Ausmaß ein Kind auf die Verfügbarkeit seiner Eltern als sichere Basis angewiesen ist, wird dann eine
kürzere oder längere Dauer der Eingewöhnung in Anwesenheit eines Elternteils empfohlen. Ja, das Modell enthält daher Hinweise auf Anhaltspunkte im Verhalten der Kinder während der ersten Tage ihres Besuches einer Einrichtung, die eher für eine kürzere oder längere Eingewöhnungszeit sprechen. Ja, das Münchner Eingewöhnungsmodell ist neben dem bewährten Berliner ein weiteres erprobtes Modell, das stärker Erkenntnisse aus der Transitionsforschung einbezieht. Es beruht auf den Ergebnissen eines wissenschaftlichen Projektes mit dem Titel Modellprojekt Frühförderung von Kleinstkindern durch Unterstützung junger Familien bei der Erziehungsaufgabe und durch pädagogische Qualifizierung von Krippen unter Leitung von Kuno Beller der FU Berlin von 1987 bis 1991 in München, das dann ja in den Folgejahren in Theorie und Praxis auch weiterentwickelt wurde. Es ist sowohl für Kleinkinder als auch für Kindergartenkinder geeignet. Denn ja, unabhängig davon, in welchem Alter sich die Kinder befinden und welchen konkreten Übergang sie zu bewältigen haben, bleiben die grundlegenden Prinzipien dieselben. Also lediglich die Methode, mithilfe derer die Ziele erreicht werden, ändern sich. Ja, es geht davon aus, dass alle am Eingewöhnungsprozess Beteiligten von Anfang an eine wichtige Rolle im Eingewöhnungsprozess spielen und dass sie aktiv daran teilhaben müssen. Eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden des einzugewöhnenden Kindes nimmt dabei auch die Kindergruppe ein. Grundlage ist das Konzept der Transition, also einem Konzept der Übergangsbewältigung. Und etwas stärker im Vordergrund steht das starke Kind, dass diese Übergänge bewältigen kann, wenn es die Unterstützung erfährt. Und gelingt dieser Übergang erfolgreich, dann wird davon ausgegangen, dass es dadurch gestärkt ist und auch weitere Übergänge erfolgreich bewältigen kann. Ja, außerdem sieht das Münchner Eingewöhnungsmodell nicht so stark die eingewöhnende Fachkraft im Vordergrund, sondern geht davon aus, dass Kinder auch zu mehreren Personen eine gute Beziehung aufbauen können. Ja, beide vorgestellten Eingewöhnungsmodelle verfolgen das Ziel, pädagogische Fachkräfte für Eingewöhnungsprozesse zu sensibilisieren und sie dabei zu unterstützen, diese professionell zu gestalten. Der Fokus liegt bei beiden Modellen auf dem Kind und dessen Wohlergehen. Und ja, so vertreten nämlich beide Modelle den Grundsatz, dass die Eltern zurückgeholt werden müssen, wenn sich das Kind nach der Trennung nicht von der Fachkraft trösten lässt. Und außerdem wird in beiden Modellen gleichermaßen die Notwendigkeit einer engen und wertschätzenden Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern hervorgehoben. Beide Modelle lassen keinen Zweifel daran, dass ein Eingewöhnungsprozess ohne eine stabile Erziehungs- und Bildungspartnerschaft nur schwer gelingen kann. Auch fordern beide Modelle dazu auf, Eltern aktiv am Eingewöhnungsprozess zu beteiligen und sie fachlich zu unterstützen und zu begleiten. Alle Ziele und Vorgehensweise sowie Fortschritte und Rückschritte werden regelmäßig überprüft und mit den Eltern sowie im Team besprochen und reflektiert. Ja, und in beiden Modellen wird auch darauf hingewiesen, dass das gesamte Team der eingewöhnenden Fachkraft den Rücken stärken und sie entlasten muss. Und um dies zu ermöglichen, muss eben die Eingewöhnung gut geplant und auch vorbereitet werden. Und aus diesem Grund widmen auch beide Modelle der Organisation der Kita eine hohe Aufmerksamkeit. Ja, dennoch unterscheiden sich auch beide Eingewöhnungsmodelle in zentralen Punkten, wie zum Beispiel im Hinblick auf ihre theoretischen Grundlagen, ja, den Ablauf und das Setting der Eingewöhnung sowie die Bedeutung der pädagogischen Fachkraft und ihr Bild vom Kind. Zusammenfassend dargestellt habe ich beide Eingewöhnungsmodelle auch in meinem Buch Eingewöhnung und Beziehungsaufbau in Krippe und Kita. Ja, es gibt bislang keine systematischen Untersuchungen, aber die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass beide Eingewöhnungsmodelle, wenn sie richtig umgesetzt werden, auch funktionieren. Eine erfolgreiche Eingewöhnung zeigt sich darin, dass sich das Kind nach der Trennung von der eingewöhnenden Fachkraft trösten lässt, danach neugierig den Raum erkundet und sich für die anderen Kinder interessiert, gemeinsam mit den anderen isst und sich von der Fachkraft wickeln und ohne Ängste schlafen liegen lässt.
Ja, des Weiteren gibt es inzwischen auch weitere, noch nicht ganz so bekannte, aber durchaus sehr gute und innovative Eingewöhnungsmodelle, wie zum Beispiel das partizipatorische Eingewöhnungsmodell von Marjan Alemzadeh und auch das Modell der Eingewöhnung in der Peer von Heike Fink, was gerade auch jetzt in der Wiedereingewöhnung vieler Kinder nach dem Lockdown Orientierung bieten kann und auf das ich etwas später noch in meinem Vortrag eingehen werde. Ja, ganz wichtig, alle Modelle können natürlich nur eine Orientierung sein. Sie dürfen nicht als ein mechanisch anzuwendendes Rezept missverstanden werden. Und ja, die Modelle können und sollen das pädagogisch verantwortliche Handeln der Fachkräfte unterstützen und nicht ersetzen. Und ja, damit leite ich dann auch schon in meine These 4 über. Jedwede Entscheidung über den Ablauf und die Dauer der Eingewöhnungszeit muss stets als vorläufig verstanden sowie an den Bedürfnissen der Kinder orientiert und durch das Verhalten der Kinder korrigierbar bleiben. Besondere Vorfälle bei der Eingewöhnung, wie zum Beispiel eine Erkrankung des Kindes oder der eingewöhnenden Fachkraft, müssen entsprechend berücksichtigt werden. Die Begleitung einer Bezugsperson ist auch unter Corona-Bedingungen unerlässlich. Ja, auch unter Corona-Bedingungen muss aus meiner Sicht gewährleistet sein, dass eine Eingewöhnung orientiert an den individuellen Bedürfnissen des Kindes ausreichend lang in Begleitung einer Bezugsperson stattfinden kann. Das bedeutet, dass man im Rahmen der Pandemie nicht einfach pauschal eine verkürzte Eingewöhnung anbietet, um zum Beispiel die Anwesenheit der Eltern in der Einrichtung zu verkürzen. Das heißt, die Eltern müssen die Einrichtung betreten dürfen, also eine Übergabe eines noch nicht eingewöhnten Kindes am Zaun bzw. der Tür der Einrichtung ist nicht vertretbar. Ja, Teile der Eingewöhnung könnten eventuell auch im Freien der Einrichtung, also sofern die Einrichtung über ein Außengelände oder einen Garten verfügt oder auch auf einem nahegelegenen Spielplatz, der von der Einrichtung auch häufig frequentiert wird, stattfinden. Aber dennoch, und das ist mir ganz wichtig, ist es sehr wichtig, dass das Kind sich auch an die Innenräume und Abläufe innerhalb der Einrichtung im Beisein einer vertrauten Bezugsperson eingewöhnen kann. Ja, sollten tatsächlich beide Eltern beispielsweise einer Risikogruppe angehören und die Einrichtung nicht betreten können oder wollen, oder sollten zum Beispiel pandemiebedingt alle Urlaubstage der Eltern aufgebraucht sein, könnte die Eingewöhnung vielleicht eine andere vertraute Bezugsperson, zum Beispiel ein Großelternteil, übernehmen, wenn das Kind eine enge Beziehung zu dieser hat. Das ist also ein wichtiger Aspekt. Ja, während der Eingewöhnung kann es insbesondere auch in Zeiten einer Pandemie zu einer Reihe an Vorfällen kommen, wie zum Beispiel die plötzliche Erkrankung, ja, oder auch Quarantäneverpflichtung eines Kindes oder der eingewöhnenden Fachkraft. Und ja, wird das Kind kurz vor seiner Aufnahme krank oder muss in Quarantäne bleiben, dann sollte die Eingewöhnung verschoben werden, bis es wieder gesund und auch völlig erholt ist. Erkrankt ein Kind während der Eingewöhnung, ja, dann hängt es in der Regel von der Dauer der bereits erfolgten Eingewöhnung sowie der Dauer der Erkrankung ab, ob und ja, wenn ja, wie ein sensibler Neuanfang gemacht werden muss. Hat ein Kind bereits 2 Wochen oder länger die Einrichtung besucht, scheint es sich in den meisten Fällen nach seiner Einrichtung wieder relativ schnell und unproblematisch auf die bereits begonnene Beziehung zur Fachkraft einzulassen. Und dauerte die Eingewöhnungszeit vor der Erkrankung aber weniger als 1 Woche, dann ähnelt die Rückkehr des Kindes einfach häufig mehr einem Neubeginn. Es ist auf jeden Fall davon abzuraten, ein Kind, nachdem es ein paar Tage krank war, einfach nur morgens in der Einrichtung abzugeben. Die Eltern sollten auch nach einer Fehlzeit von wenigen Tagen die Ankommenszeit etwas ausdehnen dürfen. Ja, und nach einer längeren Erkrankung ist gemeinsam zu überlegen, wie der Neustart sensibel gestaltet werden kann. Ja, erkrankt wiederum die eingewöhnende Fachkraft, vor allem auch bei der Orientierung am Berliner Eingewöhnungsmodell, wo diese eine zentrale Rolle in der Eingewöhnung einnimmt,
während der Eingewöhnung oder muss sie sich plötzlich in Quarantäne begeben, muss für jedes Kind individuell abgewogen werden, wie weiter vorgegangen wird. Sofern die Möglichkeit besteht, dass das Kind die Eingewöhnung unterbricht und ja währenddessen zu Hause betreut wird, muss nach der Rückkehr der Fachkraft entschieden werden, ob und in welcher Phase die Eingewöhnung weiter durchgeführt wird und wie auch ein vorsichtiger Neuanfang aussehen kann. Erkrankt die Fachkraft jedoch länger oder kann das Kind während dieser Zeit nicht zu Hause betreut werden, muss die Eingewöhnung mit einer anderen Fachkraft von vorne beginnen. Ja, und für solche Fälle sollte es in jeder Einrichtung vor dem Beginn einer Eingewöhnung einen Notfall- und Stellvertretungsplan geben. Ja, und aus diesem muss auch genau hervorgehen, wer wann wo einspringt, wenn eine eingewöhnende Fachkraft aufgrund von Erkrankung oder auch Quarantäne ausfällt. Und das zu organisieren ist eine zentrale Leitungsaufgabe, was derzeit aufgrund der schon vor der Pandemie sehr angespannten Personaldecke natürlich nicht immer einfach umzusetzen ist. Ja, zur Absicherung einer einigermaßen stabilen Personaldecke wird in vielen Einrichtungen außerdem während der Eingewöhnungszeit eine Urlaubs- und Fortbildungssperre verhängt. Und ja, sinnvoll ist es zudem, wenn ein Kind von Anfang an von einem Tandem eingewöhnt wird. Das bedeutet, dass eine Fachkraft direkt versucht, mit dem neuen Kind in Kontakt zu treten, während die andere im Hintergrund mit der Gruppe agiert. Und dieses Vorgehen hat entsprechend den Vorteil, dass das Kind bereits Kontakt zu einer zweiten Fachkraft hat, die dann dem Kind im Falle der Erkrankung oder auch Quarantäne der anderen Fachkraft nicht mehr ganz so fremd ist. Ja, um die Eingewöhnung für das Kind erst recht in Zeiten der Pandemie, wo sicherlich gehäuft besondere Vorfälle auftreten können, an den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes orientiert gut gestalten zu können, ist zudem eine besondere Professionalität der Pädagoginnen und Pädagogen gefragt. Hier möchte ich drei Kompetenzen des notwendigen breiten Kompetenzprofils einer pädagogischen Fachkraft heute besonders hervorheben. Ja, so benötigen Sie unter anderem Handlungskompetenz. Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, in der Eingewöhnungssituation fachlich fundiert zu handeln, und zwar in einer Praxis, in der viele Unwägbarkeiten existieren, in der täglich im Prinzip ja in jeder Situation neu entschieden werden muss, gerade auch jetzt in Zeiten einer Pandemie. Ja, hierfür notwendig ist auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur fachlichen Reflexion von Situationen. Es geht darum, ja, fähig zu sein, sein eigenes Verhalten und auch seine Gefühle in einer Situation noch einmal aus der Distanz zu betrachten und sich zu fragen, was ist da eigentlich passiert und wäre es auch möglich gewesen, anders zu handeln und was ist jetzt zu tun? Sehr wichtig ist auch die Kommunikationsfähigkeit, besonders in der Zusammenarbeit mit Eltern, die bei der Eingewöhnung eben eine entscheidende Rolle spielen, müssen pädagogische Fachkräfte in der Lage sein, zu erläutern und fachlich zu begründen, was sie tun. Sie müssen erfassen können, wo bei den Eltern gegebenenfalls noch Fragen und Unsicherheiten sind. Wichtig ist ebenso, Eltern das Gefühl zu geben, dass ihre Anliegen ernst genommen werden und sie beruhigen zu können. Gerade die Situation der Pandemie hat bei vielen Familien zusätzlich zu Unsicherheiten geführt. Ja, der Austausch mit den Eltern vor und während der Eingewöhnung ist Grundlage dafür, dass sich zum einen eine vertrauensvolle Beziehung entwickeln kann und damit zum anderen die Signale der Kinder, was sie in der Eingewöhnungszeit brauchen, wahr und ernst genommen werden. Und daher ist es wichtig, dass auch unter Corona-Bedingungen die Zusammenarbeit mit den Eltern vor, während und nach der Eingewöhnung weiterhin einen zentralen Stellenwert hat. Ja, und je nach individueller Situation der Einrichtung und der Eltern könnten Elterngespräche bei gutem Wetter, zum Beispiel im Freien oder sonst auch je nach technischer Voraussetzung per Videokonferenz oder Telefon stattfinden. Und ja, mobile Plexiglasscheiben in der Mitte eines Besprechungstisches könnten auch für Elterngespräche innerhalb der Einrichtung für einen zusätzlichen Schutz sorgen.
Ja, und warum die Zusammenarbeit mit Eltern auch unter Corona-Bedingungen weiterhin so zentral ist, möchte ich nun in meiner 5. These noch weiter begründen. Ja, eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften ist eine grundlegende Voraussetzung, damit sich Kinder in eine Kita oder auch Kindertagespflege gut einleben und Übergänge bewältigen können. Diese Zusammenarbeit muss auch Grundlage der pädagogischen Arbeit während der Pandemie bleiben. Ja, wie bereits deutlich wurde, ist eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften eine grundlegende Voraussetzung, damit sich Kinder in eine Kita oder Kindertagespflege gut einleben und eben Übergänge gut bewältigen können. Und das gilt auch für Zeiten einer Pandemie. Ja. Für die pädagogischen Fachkräfte ist es stets eine besondere Herausforderung, die Eltern über Einstellungs-, Sprach- und Kulturbarrieren hinweg für eine Zusammenarbeit zu gewinnen und diese effektiv sowie in einer zufriedenstellenden Weise zu gestalten. Gerade im Austausch mit Familien aus bildungsfernen Milieus oder mit Migrationshintergrund treten manchmal Ambivalenzen auf, die Selbstreflexion, Zusatzqualifikationen und Supervisionsangebote notwendig erscheinen lassen. Xenia Roth machte deutlich, dass vielen Eltern häufig gar nicht klar ist, wie zentral die Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften für die Bildung und Erziehung ihres Kindes ist. Und hilfreich kann es daher sein, sagt sie, dass eben Eltern die Bedeutung der Bindung und des Bindungsverhaltens von Kindern, insbesondere von Kleinkindern, zu erklären, da sich so der Stellenwert der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gut erschließen lässt. Und das kann zum Beispiel im Aufnahmegespräch erfolgen, das zugleich eine gute Gelegenheit bietet, erste Schritte in Richtung Offenheit und Transparenz in der gemeinsamen Arbeit mit den Eltern zu gehen. Ja, dabei ist es wichtig, dass die Fachkraft sich kultursensibel verhält und auch aufmerksam wahrnimmt, ob das Eingewöhnungsmodell zu den Sozialisationsbedingungen der Familie passt. Die Form der exklusiven Bindung an nur wenige Personen ist das Erziehungsideal in eher autonomieorientierten Kontexten. Auch wenn bislang von einer universellen Gültigkeit der dargelegten bindungstheoretischen Grundsätze ausgegangen wurde, hat sich herausgestellt, dass sich für ein Kind, das in einem kulturellen Modell der Relationalität, also der Verbundenheit aufwächst, die ersten Bindungserfahrungen ganz anders gestalten können. Und Kinder aus verbundenheitsorientierten Kontexten, die zum Beispiel in Großfamilien aufwachsen und so in multiplen Betreuungsarrangements von mehreren Personen versorgt und betreut werden, zeigen kaum Stress, wenn sie von Fremden begrüßt oder auch in den Arm genommen werden. Ja, und demzufolge hat für diese Kinder die Eingewöhnung in die Kita auch eine andere Bedeutung, weil sie schon an eine größere Anzahl an Personen gewöhnt sind. Ja, ein abgestuft ablaufender Beziehungsaufbau mit der pädagogischen Fachkraft ist sehr wahrscheinlich nicht von der Intensität nötig wie bei Kindern aus autonomieorientierten Kontexten, weil die Kinder mit Übergängen dieser Art bereits vertraut sind. Und dennoch ist auch für diese Kinder eine längere Eingewöhnungszeit sinnvoll und notwendig, wenngleich auch aus einer anderen Intention heraus. Ja, und eine besondere Bedeutung kommt bei Familien aus anderen kulturellen Kontexten auch dem gegenseitigen Kennenlernen des Kindes und der Familie sowie der Kindertageseinrichtung und der zuständigen Fachkraft zu. Denn gerade auch bei Familien aus anderen kulturellen Kontexten ist es wichtig, deren Hintergründe und Wünsche zu erfahren. Ist die Kita für die Eltern eine bekannte Einrichtung? Haben sie selbst eine vergleichbare Einrichtung besucht? Kommt die Familie aus einem Land, in dem es keine flächendeckende institutionelle Tagesbetreuung von Kindern gibt? Welche Aufgabe und Funktion hat dort die Kita? Also das sind Fragen, die in einem Aufnahmegespräch geklärt werden sollten. Und sind die Eltern nicht oder nicht ausreichend mit der deutschen Sprache vertraut, empfiehlt es sich, eine Dolmetscherin bzw. einen Dolmetscher hinzuzuziehen, Kolleginnen und Kollegen oder auch andere Eltern, die die Herkunftssprache sprechen, eben um Unterstützung zu bitten.
Ja, häufig haben die Familien nämlich andere Ansichten, wie eine außerfamiliäre Betreuung für Kinder in diesem Alter auszusehen hat. Und alltägliche Routinen wie Essen, Wickeln und Schlafen zu handhaben sind. Und in manchen Kulturen sind zum Beispiel Eingewöhnungen auch nicht bekannt und vorgesehen. Kenntnisse über diese kulturellen Unterschiede sind daher elementar. Borke, Döge und Kärntner sagen auch, dass dieses Wissen über kulturelle Unterschiede beim Ablauf und Aufbau von Bindungsprozessen daher hilfreich ist, um Hintergründe und Wünsche von Familien aus anderen kulturellen Kontexten verstehen und in den Eingewöhnungsprozess einbeziehen zu können. Dies soll aber nicht in Frage stellen, dass jedes Kind ein Recht auf Eingewöhnung hat, sondern dabei helfen, diese sensibel und individuell so abgestimmt anbieten zu können, dass es dem Kind gut geht und auch für die Familie und die Einrichtung passend ist. Ja, besonders in der Zusammenarbeit mit Familien mit Fluchterfahrungen besteht sowohl für die Mitarbeitenden der Kita als auch für die Familien ein großer Informationsbedarf. So muss den Eltern möglicherweise das System Kita erst einmal erklärt werden. Gerade wenn eine Familie große Verluste in ihrem Herkunftsland oder auch auf der Flucht erlebt hat, können die Trennung von den Eltern bzw. Bezugspersonen in der Kita und der Beziehungsaufbau zu den pädagogischen Fachkräften für das Kind länger dauern. Sehr wichtig sind für Kinder mit Fluchterfahrungen feste Tagesstrukturen, da diese ihnen Sicherheit bieten. Jede Einrichtung sollte daher ihr Konzept auch dahingehend beurteilen, wo solche Strukturen zu finden sind, beziehungsweise wie diese, falls nicht ausreichend vorhanden, hergestellt werden können. Und wichtig ist, dass die pädagogische Fachkraft das einzugewöhnende Kind ja emotional unterstützt, ihm ja Sicherheit vermittelt, Zuwendung gibt und dabei sein individuelles Tempo berücksichtigt. Es ist allerdings darauf zu achten, dass dabei nicht eine positive Diskriminierung entsteht. Ja, bei Familien mit Fluchterfahrungen, deren Kinder in Deutschland eine Kita besuchen, ist außerdem zu beachten, dass sie eine doppelte Transition erleben. Viele Flüchtlinge erfahren zum Beispiel einen Statuswechsel von gut situierten Menschen zu Menschen, die abhängig von Sozialleistungen und wenig autonom sind. Status und Selbstkonzept können sich ändern, wenn Kinder mit Fluchterfahrungen erleben, dass sie nun Kita-Kinder sind und ihre Mütter und Väter zu Eltern von Kita-Kindern werden. Außerdem müssen die Kinder und ihre Familien in eine neue Sprache hineinwachsen, sowie lernen, mit Diskriminierungen, Abhängigkeiten und anderen Problemen umzugehen. Das betrifft dann die individuelle Ebene. Ja, und Kinder mit Fluchterfahrungen, ihre Eltern müssen im Ankunftsland auch mit neuen Regeln, Gesetzen, Werten, Normen und einer neuen Kultur zurechtkommen und auch in der Kita neue Räume, Zeiten und Regeln kennenlernen. Ja, und durch Verluste und das Zurücklassen von Familienmitgliedern und das Knüpfen neuer Beziehungen im Ankunftsland verändern sich auch ihre sozialen Bezüge. Und der Besuch einer Kita trägt dann erneut dazu bei, dass Kinder Eltern loslassen und sich zugestehen müssen, dass ihr Kind selbstständiger wird. Und das betrifft die interaktive Ebene. Und ja, all diese Aspekte sind in der Zusammenarbeit mit Familien mit Fluchterfahrungen zu berücksichtigen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Fachkräfte in der Hinsicht auch sensibilisiert werden und ja durch zum Beispiel Fort- und Weiterbildungsangebote ihr Wissen und ihre Kompetenzen erweitern. Und ich habe hier auch noch aufgeführt, es hilft natürlich auch eine Vernetzung mit ExpertInnen aus Therapiezentren, Flüchtlingsunterkünften, auch TraumaspezialistInnen und auch anderen Einrichtungen, wie zum Beispiel den frühen Hilfen. Ja, die Eingewöhnung bietet also eine sehr gute Möglichkeit, die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften auf eine solide Basis zu stellen und sie dann weiter auszubauen. Denn die Übergangsgestaltung ist eine Aufgabe für das ganze System, also für das Kind, für die Eltern, die Familie und die Kita. Und auch eine gute Vernetzung im Sozialraum und Kooperation mit anderen Diensten ist sehr sinnvoll. Alle Beteiligten müssen sich darüber austauschen, was der Übergang für das Kind und die Familie bedeutet und wie dieser am besten gemeinsam gestaltet werden kann, gerade jetzt unter Corona-Bedingungen. Und im Rahmen der Eingewöhnung erlangt die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft daher eine erste Reife und ist auch eine wichtige Basis für eine
weitere Zusammenarbeit. Und deshalb darf auch in Zeiten einer Pandemie an dieser Stelle die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Eltern aus meiner Sicht nicht geschmälert werden, auch wenn durch die aktuellen Hygienestandards es gewisse Einschränkungen gibt. Und auf diese möchte ich nun in meiner vorletzten These eingehen. Ja, Hygienestandards sind wichtig in der Bekämpfung der Pandemie. Sie müssen aber immer in Relation zu den pädagogisch und entwicklungspsychologisch begründeten Bedürfnissen von jungen Kindern umgesetzt werden. Mir ist ganz wichtig, dass das Kind, oder ich finde es ganz wichtig, dass das Kind sich an der Bezugsperson bei der Eingewöhnung sozial rückversichern kann. Also das Tragen von Masken während der Eingewöhnung, welche ja wesentliche Teile des Gesichtes verdeckt, wenn die nicht transparent sind, erscheinen mir aus pädagogischer und auch entwicklungspsychologischer Sicht nicht als sinnvoll. Auch Gesichtsvisiere, deren Wirkungen aufgrund der Aerosoldebatte derzeit ohnehin als umstritten gelten, könnten dadurch, dass sie ja nicht entspiegelt sind, das Erkennen von Gesichtsausdrücken einschränken und zudem verängstigend gerade noch auf die sehr jungen Kinder wirken. Ja, und wichtig ist, dass sich das Kind am Gesichtsausdruck der begleitenden Bezugsperson orientieren und es bei Irritationen und Kummer mit dieser Blick- und Körperkontakt aufnehmen kann. Ja, und an den vorgeschriebenen Abstandsregelungen zu anderen Kindern und Erwachsenen sollte sich natürlich orientiert werden. Das kann begünstigt werden, indem, wie bei Eingewöhnungen ohnehin üblich, sich die begleitende Bezugsperson passiv verhält und möglichst keinen Blickkontakt zu anderen Kindern aufnimmt. Aber dennoch, finde ich, sollten die Abstandsregelungen eher eine Orientierung sein. Denn ganz klar ist, der Alltag in Kitas läuft nun einmal häufig unvorhersehbar und wir haben es schließlich auch mit jungen Kindern zu tun. Und wenn ich mal hier beobachte, wie viele Menschen inzwischen wieder dicht gedrängt durch die Supermärkte stolzieren oder in Bars verweilen, dann sollte man der Eingewöhnungssituation in Kitas, die ja auch nur einen begrenzten Zeitraum dauert, aber dennoch elementar wichtig für das kindliche Wohlbefinden und auch die weiteren Entwicklungs- und Bildungsprozesse ist, etwas wohlwollender und an den Bedürfnissen der Kinder orientiert begegnet werden. Ja, und da wir uns bislang vorwiegend den Kindern gewidmet haben, die neu in die Kita oder Kindertagespflege eingewöhnt werden, es aber natürlich auch Kinder gibt, die durch den Lockdown oder eine längere Erkrankung ihre Einrichtung länger nicht besuchen konnten, möchte ich mich nun abschließend in meiner siebten und letzten These diesen Kindern widmen. Ja, und die heißt, Wiedereingewöhnungen von bereits eingewöhnten Kindern sollten in der Pandemie konzeptionell verankert sein und an den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes orientiert umgesetzt werden. Ja, auch die bereits eingewöhnten Kinder, die durch den Lockdown oder eine Erkrankung längere Zeit nicht ihre Kita besuchen konnten, sollten Anspruch auf eine Wiedereingewöhnung haben. Und je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist dieser Prozess. Und hier könnte aus meiner Sicht das Modell Eingewöhnung in der Peer-Orientierung bieten, sofern diese Situation mehrere Kinder gleichzeitig betrifft. Und bei diesem Modell wird die Peer Group, also eine kleine Gruppe von Kindern, die in etwa ja gleich alt sind und sich auf einem vergleichbaren sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklungsniveau befinden, beim Start oder Wiederstart in der Kita als Unterstützungsressource gesehen. Ja, die angemeldeten Kinder werden dann altersabhängig zu Peers zusammengefasst und es wird ein gemeinsamer Aufnahmetermin festgelegt. Bei Einjährigen werden Gruppen von 3 bis 4, ab 2 Jahren von 4 bis 5 Kindern gebildet. Ja, und die neu oder in diesem Fall jetzt auch wieder einzugewöhnenden Kinder starten dann gemeinsam mit 2 Eingewöhnungsfachkräften und den sie begleiteten Bezugspersonen in einem für sie vorgesehenen separaten Raum und können dann ihren Aktionsradius entsprechend ihren Bedürfnissen und auch entsprechend den aktuellen Hygienestandards dann in die umliegenden Räume und oder Gruppen erweitern. Das heißt, man geht also davon aus, dass Kinder, die bei der Eingewöhnung oder jetzt hier auch Wiedereingewöhnung vor denselben Entwicklungsaufgaben stehen, einander helfen und sich auch gegenseitig in diesem Prozess unterstützen können. Und ja, das Vorgehen nach diesem Modell könnte man auch eben, finde ich, auf wiedereingewöhnende Kinder
also Kinder, die man wieder eingewöhnen muss, übertragen. Ja, und da nach dem Lockdown die meisten Kitas erstmal in sehr kleinen, stabilen Gruppen ihren Betrieb wieder aufgenommen hatten, bot diese Form der Eingewöhnung aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit, bereits eingewöhnte Kinder wieder an den Kita-Alltag zusammen mit einer festen Peer-Gruppe zu gewöhnen. Ja, und da bin ich auch schon bei meinem Fazit. Sowohl in der Krippe, Kindertagespflege als auch Kita kommt den ersten Tagen und Wochen eine sehr große Bedeutung zu. Und in dieser Zeit muss es den pädagogischen Fachkräften gelingen, eine positive, warmherzige Bindung zu den Kindern aufzubauen, denn eine erfolgreiche Eingewöhnung ist Grundlage für die weiteren positiven Entwicklungs- und Bildungsprozesse in der jeweiligen Einrichtung. Und nur wenn die Kinder sich sicher und wohlfühlen, also gut ankommen, können sie von den Bildungsangeboten in einer Kita auch tatsächlich profitieren. Und damit eine gute Eingewöhnung bzw. ein guter Beziehungsaufbau stattfinden kann, müssen auch unter Corona-Bedingungen entsprechende Standards eingehalten werden. Und hier sind einrichtungs- und trägerbezogen, aber vor allem auch politische Entscheidungen gefragt, die die Praxis auch unter Corona-Bedingungen am Wohl und den Bedürfnissen der Kinder ausrichten. Und das ist, finde ich, eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft der Kinder, der Gegenwart und Zukunft unserer Gesellschaft. Ja, und damit bedanke ich mich an dieser Stelle nun erst einmal für Ihre Aufmerksamkeit und ja, stehe für Rückfragen, die jetzt im Chat eingetroffen sind oder sich auch noch vielleicht generieren werden, gerne zur Verfügung.